Wieder einmal ist es der erste Samstag im neuen Monat, Zeit für eine weitere fröhliche Fragerunde und damit hallo Formel 1 Fans und willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute beantworte ich für euch insgesamt 11 Fragen. Habt ihr Fragen an mich? Dann Hashtag FragMike. An dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, dass die 5 Gewinner der Amazon-Gutscheine am Ende des Videos genannt werden, denn ich hatte euch ja in diesem Video aufgefordert, mir einen guten Kommentar bezüglich YouTube und Twitch in den Kommentarsektionen zu schreiben. Ihr habt jetzt eine Woche Zeit, mir per Discord zu schreiben. Sollte sich einer oder mehrere der Gewinner nicht melden, werde ich die Codes in meinem nächsten Livestream raushauen. Und nein, ich wollte kein extra Video für das Gewinnspiel machen, weil ansonsten die ganzen Geier auf meinen Kanal kommen, die wahrscheinlich sogar nicht mal Teil meiner Community sind. Daher gehen die Gutscheine raus an meine aktiven Abonnenten. Fangen wir mal mit der Fragerunde an. Zu Frage 1, sie kommt von Sascha. Hashtag fragt Mike, wie findest du Lando Norris? Jetzt schon ein Wunderkind, obwohl erst die Saison angefangen hat oder noch kein Wunderkind? PS, du bist der beste Formel 1 News-Tuber. Dankeschön. Also ich bin der Meinung, dass er jetzt definitiv schon ein Wunderkind ist mit seinen 19 Jahren. Er zeigt gute Leistungen im McLaren, kann mit seinem Teamkollegen mithalten und steht in der Fahrer-WM sogar vor ihm. Aber auch in der Formel 2 hat er überragende Ergebnisse eingefahren und merkt euch, er überholt dort, wo ihr nicht denkt, dass er dort überholt. Beispiel Silverstone, letztes Jahr, letztes Schikane. Oder wie die Engländer sagen würden, two cars in one corner. Zu Frage 2, die kommt von Patrick Schindler. Hashtag fragt Mike, wieso ist Braun GP Weltmeister geworden und hat direkt danach die Formel 1 verlassen? Hatten die einfach nur zu viel Geld und Langeweile oder was ist der Hintergrund? Die Frage kann ich schnell beantworten. Sie wurden an die Daimler AG verkauft und in Mercedes Grand Prix umbenannt. Zu Frage 3, die kommt von Janiba. Hashtag fragt Mike, da McLaren 2019 so stark ist, was hältst du von einem Alonso-Comeback? Immerhin haben sie in Bahrain gegen Red Bull gekämpft, in Klammern P5. Ich weiß nicht. Klar, er ist ein großartiger Fahrer, zweifacher Weltmeister und man hört ihm wirklich gerne am Funk zu. Aber ich denke, dass die jetzige Fahrerpaarung besser wäre, weil Alonso ist ja auch nicht mehr der Jüngste und ein Comeback für 2 bis 3 Jahre lohnt sich meiner Meinung nach nicht unbedingt. Er würde dann wohl den Posten von Norris übernehmen, da Sainz einen 2-Jahres-Vertrag hat und Norris nämlich nicht. Als Testfahrer kann ich mir gut vorstellen, aber da er am Mittwoch seinen WEC-Rücktritt bekannt gab, glaube ich, dass er Vollzeit in die IndyCar-Series wechselt, weil ihm dort noch der letzte Erfolg zur Triple Crown fehlt. Zu Frage 4, die kommt von Scrap. Hashtag fragt Mike, was glaubst du, für welchen Rennstall wird Mick Schumacher sich entscheiden? Er ist ja Ferrari Academy Driver und meiner Meinung nach würde er irgendwann in der Zukunft erstmal in einem Sauberplatz nehmen, bevor es dann irgendwann endlich Realität wird, wenn ein Schumacher wieder ein Stammcockpit bei der Scuderia Ferrari erhält. Den Tag werde ich mir sowas vor dem Kalender einkreisen. Zu Frage 5, die kommt von Florian2711. Hashtag fragt Mike, glaubst du 2021 kommen neue Teams in die Formel 1? Und wer wird dort fahren? Schwer zu sagen, aber ehrlich gesagt möchte ich das, weil wir dann sowohl mehrere Fahrzeuge im Rennen sehen, als auch viele junge neue Fahrer aus der Formel 2 bei den Teams. Was glaubt ihr wohl, wie viele erfahrene Formel 2 Piloten endlich den Schritt in die Formel 1 machen wollen, aber es nicht können, weil kein Platz mehr frei ist? Zu Frage 6, die kommt von Florian. Hashtag fragt Mike, kann es sein, dass Verstappen 2020 zu Mercedes geht? Halte ich für völlig ausgeschlossen und das aus gleich 2 Gründen. Erstens macht Bottas bei Mercedes zurzeit alles richtig und selbst Ocon sollte sich Gedanken machen, da er eigentlich sein Nachfolger werden sollte. Und zweitens hat Max noch einen Vertrag bis einschließlich 2020, aber was die Ausstiegsklausel beim Niederländer angeht, kann ich euch das nicht verraten. Zu Frage 7, die kommt von FreakGamerLP. Hashtag fragt Mike, was hältst du von Racing Point und glaubst du, dass Stroll noch zu größeren Teams kommen könnte? Die Frage ist eigentlich nur, zu welchem Team? Aber ehrlich gesagt, kann ich mir das nicht vorstellen, da sein Vater mit seinen Geschäftsleuten ja Racing Point gekauft hat und da kann ich mir das wirklich nicht vorstellen, dass der Sohnemann zu einem anderen Team geht. Aber Racing Point an sich hatte einen ordentlichen Start in die Saison, aber in Aserbaidschan kam dann der Höhepunkt mit P6 für Perez und P9 für Stroll. Hoffen wir mal, dass das so weitergeht. Zu Frage 8, die kommt von Marco. Wann hat die Formel 1 angefangen, die Sicherheit ernst zu nehmen und zu verstärken und wo haben sie als erstes angefangen, das Auto sicherer zu machen? Schwierige Frage, worauf ich erst keine Antwort wusste, aber nach ein wenig Recherche habe ich herausgefunden, dass sich die Formel 1 1960 erstmals Gedanken über Sicherheitsmaßnahmen machte, die es in den 50ern nicht gab. 1961 wurden die Überrollbügel eingeführt, gefolgt von Flaggensignalen, stabileren Tanks, doppelten Bremskreissystem, hochfesten Schutzhelm und Rennoveralls und das schnelle Aussteigen aus dem Bulli. Meine Frage an euch, soll ich zur Sicherheit der Formel 1 mal ein separates Video machen? Stimmt mal oben rechts in der Infokarte ab. Zu Frage 9, die kommt von Hexagon. Hashtag fragt Mike, hat die Mini-Haifischflosse bei McLaren einen Nutzen oder einen Vorteil oder ist das nur Optik? Habt ihr ein Bild per Discord geschickt? Ich bin mir sicher, dass es nicht der Optik dient, sondern mehr wegen der Stabilität in den Kurven, wodurch die Briten einen Vorteil gegenüber denen hätten, die sowas nicht am Boliden installiert haben. Zu Frage 10, die kommt von Dominik. Hashtag fragt Mike, was war dein bestes Formel 1 Game, was du je gespielt hast? PS, beste Formel 1 News. Dankeschön.
F1 2010 und 2011. Keine Bugs oder etwas dergleichen, was mich damals aufgeregt hat und ich irgendwelche Sachen vor Wut zerstört habe. Und damit kommen wir auch zur letzten und zur 11. Frage, die kommt von Michael Lohl. Hashtag frag Mike, Charles Leclerc ist in Baku mit dem Reifensatz aus Q2 gestartet, aber wenn vom Reifensatz ein Reifen kaputt gegangen wäre, beim Unfall oder zumindest stark beschädigt, wie hätte man das geregelt? Sonst tolles Video, mach weiter so. Dankeschön. Ich habe nach einer Antwort gesucht und ich habe sie auch gefunden. Ferrari durfte ihn ersetzen und sie hatten sich zwei Sätze Medium für das Rennen aufgehoben. Und so ist zumindest das Reglement. Wenn ein Reifen kaputt geht, sollte man wohl einen anderen Satz nehmen. Dann kommen wir mal zu den Gewinnern der 10 Euro Amazon-Gutscheine. Das sind namentlich folgende Leute. Gojo LP Twitch, Florian Weiß, Patrick Schindler, Redfire 130 und Küki. Schreibt mich bitte in den nächsten Tagen per Discord an, damit ich euch die Codes rüberschicken kann. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Codes. Und jetzt, liebe Leute, seid ihr an der Reihe. Bombardiert mich wieder mit Fragen für das nächste FAQ im Juni und vergesst ja nicht den Hashtag FragMike. Das war's mit der Fragerunde für den Monat Mai. Hat euch das Video gefallen? Dann Daumen nach oben. Wollt ihr mehr Formel 1 Videos von mir sehen? Dann abonniert doch diesen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.